Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wie der ein oder andere von euch vielleicht schon erkennen kann, bin ich hier gerade in Seattle. Und für Luftfahrtbegeisterte ist Seattle bzw. die nahe Umgebung eine ziemlich interessante Sache, denn hier baut Boeing ihre großen Flugzeuge in einem der größten Gebäude der Welt. ...1968 wurde die Halle für den Bau der 747 fertiggestellt und heute werden dort neben dem Jumbo auch die 767, die 777 und die 787 gebaut. Man kommt auch in die Hallen rein, da gibt es geführte Touren für knapp $20, darf aber dummerweise dort nicht filmen. Deswegen kann ich euch davon leider auch nichts zeigen. Schon im Jahre 1915 begann William Edward Boeing, Sohn eines deutschen Auswanderers, mit dem Bau eines eigenen Flugzeuges, später dann in dieser komischen roten Holzhütte hier. Damals nutzten er und seine Mitarbeiter auch hauptsächlich Holz für den Bau der Flugzeuge. Die Bilder, die ich euch jetzt zeige, kommen aus dem Museum of Flight. Das gibt's in Seattle, direkt am sogenannten Boeing Field. Und da darf man auch filmen, glaube ich, und das ist für uns Flugzeugnerds mindestens genauso interessant wie die Boeing-Werke an sich selbst. Neben der ersten je gebauten Boeing 727 könnt ihr euch hier auch eine alte, ab und zu als Air Force One genutzte 707 der US Air Force anschauen. Und in die Flieger kommt ihr sogar rein. Für mich eigentlich das Highlight des ganzen Museums, hier steht die erste je gebaute Boeing 747, also der Jumbo-Prototyp, den man im September 1968 der Öffentlichkeit vorstellte. Und gleich nebenan steht der dritte, je gebaute Dreamliner, eine Boeing 787, die einem zeigt, was Boeing in den letzten Jahren für eine krasse Entwicklung hingelegt hat. Übrigens steht direkt daneben auch noch die erste, je gebaute 737, also der Bobby-Prototyp, und das ist ein ziemlich krasser Unterschied. Noch ein ganz besonderes Flugzeug und euch allen sicherlich bestens bekannt ist die Concorde. Das Flugzeug, was hier steht, hatte seinen Erstflug im April 1978 und hat seitdem mehr als 16.200 Flugstunden hinter sich.